Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sky Factory 3 von Philippi. Ist auf meinem Server mit dabei, gerade eben CO2 und Tyrox und der Melvin ist auch im TC. Ich werde mich gleich entmuten, vorher will ich euch noch sagen, lol, okay, die Kiste war gerade weg. Okay, in der letzten Folge haben wir ja Solarpanels und den Hammerer hier gemacht. Da habe ich schon ein bisschen was durchgesiebt, das sieht man hier dran. Und da ist der Melvin da. Und ja, man sieht es auch unten, ich habe ein bisschen was per Hand gehämmert. Hab so das eine oder andere Lootbeutelchen noch geöffnet, aber mehr habe ich nicht gemacht. Und ich entwickle mich jetzt und dann spielen wir mit den Verrückten weiter. Das war die Taste. So. Ich habe nur noch ein Herz. Warum? Kein Essen. Willst du ein paar Applejuice haben? Oh, ja. Aber sieht echt geil aus. Ich glaube, das. Was denn? Ich bin schon beim Spawn, ich bin gleich da. Warum bist du denn bei Spawn? Slash Spawn. Eck, dein Geschenk. Nein, 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 nein. Schnell vorbei! Ich verteile Schilder. So, ich weiß nicht mehr, wie was geht. Da ist ein Auge drauf, danke. Ich krieg halt die ganze Zeit Schilder aus dem Opfern. Die müllen mich gerade mehr oder weniger mit zu. Dann ganz viele Item-Frames und dann bombt mal Melvin oder Tyrox sein Haus damit voll. Ich hab ja nur noch eine Insel. Naja, Insel halt. Deswegen verteile ich jetzt gerade an alle einfach mal Schilder. Weil die kann man sogar so gebrauchen. Das Geile ist, ich könnte einen Tyrox jetzt runterschubsen, ohne dass der was mitkriegt. Aber ich habe Angst, selber runterzufallen, weil die Wege hier einfach nur scheiße sind. Upsa. Was ist das? Open Digital Guide. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz fragen. Weiler ist oder Wabler, ist das drauf? Ja, ist doch oben das. Ich krieg keine Anzeige, scheiße. Eine der Mauspad-Tasten. Warte, ich kann dir kurz sagen, welches ist. Ja, ich weiß es. Welche? Meine Auf- und Abnahmetaste zum Aufnehmen. Na, nachdem du sie jetzt gestern geändert hast, weil du die ganze Zeit das Dings. Ne, warte, gestern war es ja. Hä? Jetzt bin ich im deine Chat. Deine Mute-Taste. Wieso? Jetzt bin ich im Chat? Hä? Dann hast du T gedrückt. Nee, ich hab das bei meinem. Hashtag. Ja, Hashtag und ich bin im Chat drin. Ja, Hashtag öffnet den Chat. Oh lol, ich hab das gerade auf Hashtag gelegt, scheiße. Show halt. Dann machen wir das auf Sternchen. Ja, jetzt ist da. Random Things Rain Shield, okay. Jetzt ist die Frage, entweder er fällt runter oder er schafft's. Er steht noch. Ihr müsst den Weg hier breiter bauen. Das ist ja lebensgefährlich. Nein, das... Oh, jetzt haben wir sie wieder. Warum ist jetzt bei der Map schon wieder der Zoom so scheiße? Die Minustaste neben dem rechten Shift. Danke. Ich hab meinen ersten Chance Cubes. Speed. Haha, darfst du gar nicht öffnen. Ich hab sie auch nur. Gut. So, Dyrox hat mich auch schon gefragt, wenn man einen plus 100 Luck Chance Cube hat, ob man den öffnen darf. Nee. Echt nicht? Selbst die dürftest du nicht öffnen? Nee. Schade. Boah, ich werd's fast. Wenn Tyrox zurückkommt und nur ganz leicht nach vorne geht, fällt er runter. Ich hab den gerade aus Versehen am Vorbeilaufen ein bisschen zur Seite geschubst. Ein bisschen. Ja. Weil ich hätte so mit per slash home nach Hause tippen können. Ja. Okay, ich brauche erstmal hier das da. Das. Okay. Das. Wenn er nach vorne läuft, ist er tot. Ja. Ich sag, du warst das. Nein.
Doch, du bist zu mir gekommen und hast dir Essen geholt. Das hat man alles auf Aufnahme. Das schneide ich raus. Boah, immer diese YouTuber. Boah, kennst du mich? Nichts abgesprochen. Kennst du nicht den Spruch? Nichts gescriptet. Ja, doch, kenne ich. Ich bin YouTuber, ich darf das. Ja. Deswegen. Aber warte mal. Mike, es ist nichts gescriptet. Nö, ist es auch nicht. Zwinker, zwinker. aber jetzt stellt sich die Frage, Aussage von einem YouTuber, ich bin YouTuber, ich darf das. Ich beziehe jetzt einfach mal da drauf, wenn ich jetzt Geld brauche, kann ich eine Bank überfallen und sagen, ich bin YouTuber, ich darf das? Ja. Ja. Darf ich dann einfach so, wenn ich auf der Straße bin, auch jemanden zusammenschlagen? Ich bin YouTuber, ich darf das. Ja, darfst du. Schon. Cool, und die Schuld schiebe ich dann dem YouTuber in die Schuhe, der die Aussage getätigt hat. Mach das. Der wird sein Leben nicht mehr glücklich so. Ich wollte hier das herstellen. Jetzt. Tinkers. Wofür brauche ich nochmal Erde? Crowd. Musste ich die 7? Okay, das hätte man als Block lassen können. Das läuft. Weiß nicht, was musste ich mit Erde machen? Hinsetzen, Bäume drauf und twirken. Nee, achso, diese Kieselsteine. Stimmt ja. Ein Cobblestone. Mehrfach zerhämmern. Oh nein. Eigentlich, du machst die Aufnahme an und in dem Moment kommt bei mir wieder ein Flieger. Oh. Aber man hört noch nichts. Ich sehe sie nur gerade vor meiner Nase herumfliegen. Ist vielleicht die von gestern. Ja, aber du ging jetzt darüber keine da gewesen. Du machst die Aufnahme an, die Flieger kommt raus. Ja, die will berühmt werden. Aber die von gestern gibt's ja nicht mehr. War Tyrox bei dir? Nee, die eine habe ich doch komplett auseinandergenommen. Naja, Tyrox ist ja der Fliegen essen tut. Das wird ihn sein Leben lang verfolgen jetzt. Tyrox, der Fliegenesser. Ja, und was muss ich mit dem Dust jetzt machen damit? 7. Sieben. Die an die Wand hängen. Sieben. Oder aber in ein Barrel mit Wasser machen, dann kriegst du Clay. Das okay. Bleibt ganz dir überlassen. Okay, das wird so ein Spaß. Ja, und irgendeiner hat sein Handy gerade am Mikro liegen gehabt. Ich hab das gehört. Meins? Meins kann's nicht gewesen sein. Meins liegt am anderen Ende des Raumes. Meins liegt auf dem Boden. Dann war's deins, Melvin. Und ich war toll, reicht ja nicht mal der Boden. Meins kann's nicht gewesen sein, da ich meins selber ja nicht höre. Ja, und ich war auch gemutet in dem Moment. Ich hasse es. So, hier. Oh, war es das Muten? Nee, das war richtig so dieses Störgeräusch da. Achso, das kann auch bei mir im Hintergrund irgendwas gewesen sein. Bei mir hat gerade ein Auto seltsame Geräusche gemacht auf der Straße. Mein Handy liegt jetzt weiter weg vom Boden, noch weiter weg. Hoffentlich. Weiter weg vom Boden? Also, ja, es schwebt in der Luft. Lol, was hast du für ein cooles Handy? Ich will auch so eins haben. Och nee, wieder so ein Riesenbaum. Das Snapple X-Float. Das Snapple. Damit man keine Marken nennt. Jetzt hab ich's kapiert. Es ist das Snapple X-Float. Okay, ich kann... Da ging Karotz weg. Während das alles durchbrennt, kann ich ein paar Lootbags öffnen. Oh, TNT und Kekse und was Set. Für TNT? Von Dark Utilities. Da steht LOL drauf. Egal. Ich hab Redstone Alloy. Läuft. Ich hab eine Mystery Potion. Die kriegt der Melvin. Eik, hast du Merch? Nee, ne? Nein. Schade. Der würde sich gar nicht verkaufen. Nee, ich hätte ansonsten auf meine Wolke geschrieben, kauft Ike's Merch und sie auf dem Spawn aufgeschrieben. Ich hab ne Smiley Clone. Ich auch. Und ich hab Analplugs für Tyrox. Ja.
Na, weiß, ach nee, du warst da nicht auf, nie auf dem Vanilla-Server dabei. Es gab da so goldene Sachen, die waren vorne spitz und hinten breit. Das war das Anal. Ach so, auf deinem. Ja, das war so das Anal-Plug von Tyrox. Nennt man auch goldene Karotte. Okay, die Details ersparen mir bitte. Ich dachte, du sprichst jetzt von meinem Vanilla-Server damals. Nee, das war ja. Das. Also. Das war eine Stufe höher. Das war verstörend. Wir nennen jetzt keine Namen von den Leuten, die mitgebaut haben. Wir können ja ein paar Namen nennen, die da auf dem Server waren. War das Sascha da drauf? Ja, Sascha war mit drauf, einmal kurz. Ich war drauf, du warst drauf. Stimmt, da hatten wir auch ein Bauwerk für Society damals vorgebaut. Ja, und dann dieser immens große Rotlichtkeller mit den ganz vielen Püppchen, die... Wo die eine Püppchen von dem anderen... Arschloch, hau ab! Nein, verpiss dich! Wieso rennt bei dir hier ein Skelett rum? Guck mal, das Vieh ist aus... Oh, jetzt aber endlich, das Vieh war auf Speed. Das könnte vom Baum gekommen sein. Boah, leuchte mal aus. Ey, ich dachte gerade, das Vieh schießt mich runter. Das wäre unpraktisch. Nee, es ist aus meiner Dings. Ich weiß, woher es kommt. Also, da kann ich aber leider nichts machen. Ich kann mit euch wetten, Tyrox fliegt da runter, weil ich dort schon wieder lang renne. Ich hab da was für Melvin im Gepäck. Oh, nö. Ist nichts Schlimmes. Mystery Potion. Das auch. Ich will eine Mystery Potion. Oh, oh, noch ein weiter lang rennen und Tyrox fällt wirklich runter. Holy. Renn, Eik, renn! Mhm. Renn! Was macht der mit dem Jetpack da drüben? Was? Ihn wieder auf die Bahn schieben. Was hast du da an? Wie, was hab ich hier an? Wo ist deine Schlüpper von Stranatin? Ja, da das Projekt vorbei ist, brauchte ich so was Neues. Was ist damit? Und damit? Lol. Hier, trink mal. Okay. Was passiert da? Oh. Jetzt kann ich dich runterschubsen. Nein, kannst du nicht. Ach nee, hier, Melvin. Extra für dich. Was denn? Das da. Toll. Wie soll ich die Wolke hier nennen? So, und jetzt kriegt der Tyrox das TNT auf seine Insel gesetzt. Der wird sich bestimmt erschrecken. Your best friend. Bevor du hier vorbei rennst, Ike, warte einen nein, Moment. Nein, geh, flieg mal hoch, ich boxen weg. Oh, wow. Der hat halt nur noch ein Leben. Vor allem, ich hätte einfach wieder slash spawn und dann oder home eingeben können. Ich bin so bekloppt. Ich bin mal gespannt, was er sagt zu seinem Geschenk auf seiner Insel. Das schöne TNT. Vor allem, eigentlich hättest du es nicht setzen können. Doch, man kann es setzen. Nein, du hast OP, deswegen konntest du Sachen setzen. Melvin, hast du das gesetzt? Ja, oder? Ich konnte das auch setzen. Ja. Okay, ich kann bei ihm nicht setzen. Ja, okay, Melvin hat es bei sich gesetzt. Ich dachte, ja, ich dachte jetzt allgemein, dass man das nicht setzen kann. Nee. Ich konnte es bei mir setzen. Also ihr könnt bei mir generell Sachen setzen, weil ich euch bei mir getrustet habe, dass ihr bei mir Sachen machen dürft. Das ist gut. Ist aber bestimmt auch. Irgendwann wirst du es aber auch bereuen. Dann ist es so. Aber ist ja alles nur Spaß. Müsst ihr halt mit einer Nuke rechnen. Jetzt wird ja auch noch gedroht. Echt, das kann hier wahr sein. Die Jugend. Nee, ich weiß einfach nur, wie ich meine Sachen verteidige. Die Jugend von heute. Kein Respekt vorm hohen Alter. Warte mal, das hört sich schon wieder so an, als ob ich 50 bin. Kein Respekt vorm jungen Alter. So, das hab ich. Das reicht hinten und vorne nicht. Du kleiner Weg. So.
kann übrigens allen Leuten die Obsidian Armor empfehlen, die ist echt gut. Ich bin schon dabei, die zu sammeln. Ich brauche nur noch eine Hose, weil mein Jetpack kann ich nicht ablegen dafür. Das. Dann machen wir das dort nochmal rein und das dort und das dort. Der Rest kommt hier rein. Und ich habe gerade so ein Glück mit den Beuteln. Ich krieg Electrical Alloy wie Quartz Enriched Iron, Chance Cubes, Endstone. Gesundheit. Ich krieg halt nur gutes Zeug. Ich muss. Boah. Das und das. Ganz ehrlich, alles raus und die Hälfte davon fliegt weg. Was will ich mit einem Buch für eine Dirt Chest? Das ist auch nur so ein Item. Oh, ich habe einen Iron Wand bekommen und Silver Ingots. So, das brauche ich eigentlich alles, was ich hier drin habe, außer das Buch und die Pfeile. Weg damit. Und das Gunpowder, weg damit. Die Pink Dye behalte ich. Das da rein. Das Redstone da rein. Das da hin. Leder. Das kommt alles raus. So. Melvin, ich hab eine Hose für dich. Eine Hose? Ja, aus Leder. Wofür? Damit du nicht mal so nackig rumrennst? Ich renn nicht mal nackig rum. Das ist gelogen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Also ich kann das hier ganz nein. Abend. Doch. Ich habe auch nichts dagegen. Nein. Doch. Alcat Kinder, ich glaube, du kannst es nicht länger aushalten als er. Er ist ja selber noch ein Kind. Das ist das Problem. Ich bin hyperaktiv. Was? Was? Du bist hyperaktiv? Ich bin nicht hyperaktiv.